Ich bin ja Estefania und die Popi liegt leider krank auf dem Sofa, ne? Voll langweilig. Und jedenfalls hat sie mich gefragt, ob ich nicht dann Lust hätte, mal für sie ein Video zu drehen. Und hallo, guckt doch mich schon mal an. Ey, hallo, natürlich habe ich Lust, mit euch ein Video zu drehen. Ich werde mich heute ein bisschen schminken, ne? Und ihr könnt Schritt für Schritt zugucken, wie ich das so mache, ne? Und ich gebe natürlich gerne ein paar Tipps und Tricks. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal, ne? Und natürlich starten wir als erstes mit Make-up, ne? Meine Freundin, die Shania, die sagte mal, ich soll ins Solarium gehen. Wozu soll ich denn bitte schön ins Solarium gehen, ne? Es gibt doch Make-up in verschiedenen Farben. Da kann man voll viel Geld sparen, wenn man sich einfach nur ein bisschen dunkleres Make-up nimmt, ne? Also, Shania, voll dumm sowas. Also, ich weiß ja nicht. So, und da habe ich jetzt hier so einen Pump-Gedöns, ne? Und dann nehme ich halt einen Pinsel. Und da mache ich mir halt so richtig schön was auf dem Pinsel drauf, ne? Und dann fangen wir einfach mal an zu schminken. Was wichtig ist, ne, dass ihr euch beim Schminken natürlich schön hier den Hals aussparen, ne, weil ich will mir ja nicht meine Sachen dreckig machen. Und natürlich schön die Augen auslassen, ne? Also halt wirklich schön dann halt so alles verteilen, ne? Wie gesagt, schön den Hals aussparen, die Augen aussparen, ne? Und guckt das doch mal an, ey, wir brauchen schon Solarium. Hallo. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Puder, ne? Das heißt Summer Love. Hallo, wie geil ist das denn, ne? Und natürlich auch wieder richtig schön dunkel. Und dann pudern wir uns natürlich noch richtig schön das ganze Gesicht ein. Und ja. So. Voll geil. Und weil ich ja natürlich immer bei der. Entschuldigung, meine Haare. Und weil ich dann natürlich immer bei der Popi aufpasse, ne, wie die sich so schminkt, ne, da werde ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen mein Gesicht kontouieren. Weil da kann man voll geile Sachen mitmachen, ne, kann man sich voll geil schlank schminken. Hallo, wie geil ist das denn? Ne? Und da werde ich das natürlich jetzt auch mal probieren, ne, habe das noch nie gemacht, aber hallo, ich krieg das hin, ne. Also die Popi macht das ja immer hier so an der Wange, ne, und muss natürlich richtig schön dunkel sein, weil ansonsten bringt das ja nichts, ne. Also richtig schön. Schön Farbe nehmen, ne? Und dann halt so richtig schön an den Wangen entlang. Ja, hallo. Wie cool ist das denn, ne? Und dann halt die Nase macht sie noch immer so, ne? Und voll genial. Und dann macht sich hier oben an der Stirn immer noch. Warum auch immer. Und irgendwie macht die hier am Hals noch, was ich voll cool finde. Aber gut, wenn das die Profi so macht, ne, dann machen wir das auch so. Ja. So, hallo. Aber das sieht so geil aus. So, und da kann man natürlich auch schon zu den Augenbrauen, ne? Und ich verstehe mal nicht, warum viele immer so hier so Augenbrauenstifte nehmen, ne? Diese Haarfarbe passend dazu. Ich will auch, dass meine Augenbrauen sich komplett ja, voneinander unterscheiden von meinen Haaren. Und ich habe Hallo, ich habe rosa Haare und Blondhaare, ne? Soll ich mir jetzt in der Augenbraue rosa machen und die anderen blond oder was? Verstehe ich nicht. Also ich benutze auf alle Fälle schwarz. Weil schwarz ist, sieht man natürlich auch richtig genial, ne? Und dann ziehen wir jetzt einfach hier so die Augenbraue lang, ne? Hier, so. Wow, geil. Und natürlich brauchen wir halt hier oben auch noch ein bisschen, ne? So. Yeah, geil. Hinten müssen wir noch ein bisschen ausfüllen. Und so einen geilen Bogen hier rein. So, yeah. Das ist geil. So, dann machen wir das hier auch noch. Ja. Boah, hier drüben ist mir der Bogen sogar noch geiler gelungen als da. Kennt ihr das? Das passiert mir jedes Mal, dass die eine übelst geil aussieht, ne? Hier die hier. Und die andere sieht voll. Naja. Aber schön Menschen stellt ja nichts, ne? So, da kommen wir ja schon mal zu den Augen, ne? Und irgendwie, die benutzen immer alle Primer und so für die Augen. Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Jedenfalls, also auf jeden Fall, als allererstes benutze ich mal so ein Blau, ne? Weil Blau ist richtig geil.
Blau geht immer, ne? Blau ist voll genial. Und dann machen wir jetzt erstmal so richtig schön überall blau halt, ne? Und auch schon so richtig geil so unter die Augenbrauen, ne? Weil das hebt das Auge halt hoch und so, ne? Ja, irgendwie so halt, ne? Und ja. Also richtig schön bis unter die Augenbrauen, ne? So. Ha? Hallo. Egal. Yeah. So. Und weil ich natürlich auch schwarz total geil finde an den Augen, ne? Nimm mal auch noch ein bisschen schwarz. Einfach den gleichen Pinselgedöns hier oder was auch immer, ne? Und dann geben wir noch ein bisschen schwarz dazu. Weil wir wollen ja uns auch so ein bisschen die Schlupfleder wegschminken, ne? Ja, hallo. Wie bist du denn? So, dann können wir jetzt natürlich auch schon zum Eyeliner kommen, ne? Und ich benutze so einen Flüssig-Eyeliner. Da wollen wir ein bisschen näher rankommen, ne? Und hier hinten natürlich auch so richtig schön hochziehen, ne? Wir machen halt einen auf Amy Winehouse. Hallo! So, hier vorne auch. So richtig geil, ne? Da kann man gleich hier unten so ein bisschen mit. Und da so ein bisschen mit, ne? Hallo! Da, voll geil. Ja, dann machen wir die andere Seite natürlich auch noch, ne? So, richtig schön. Boah. Hallo! Ah, ich finde, das könnte noch ein bisschen höher, ne? Ein bisschen dicker. So. Und hier auch noch. So. Ja. Bisschen dicker noch. So. Hallo! Geil. Ich habe auch gerade gesehen, die hat ja auch noch einen blauen. Wie geil ist das denn? Na, setzen wir hier natürlich noch ein paar schöne Akzente. Wow, wie geil ist das denn? Na? So. Ja. So, und für unten noch mal ein bisschen schwarzen Kajalstift, ne? Weil wir wollen ja auch das Auge ein bisschen größer machen, ne? Und immer hier hinten schön dran denken mit verbinden und so, ne? Jawohl, geil, ey. So. So, hallo, guckt euch mal die Augen an, ey, wie geil ist das denn, ne? Guck mal, die sind schon voll groß und so, ne? Und von wegen so ein Studio. So, dann können wir jetzt eigentlich auch schon die Augen ein bisschen tuschen, ne? Weil wir wollen natürlich dann auch noch ein paar Wimpern kleben. Und ich nehme da jetzt mal so einen geilen, guck dir den nochmal an, wie geil ist der denn? Voll im Safari-Style, yeah. So, und tuschen wir jetzt natürlich die Augen noch ein bisschen. Yeah, das reicht schon. So, jetzt kommen wir auch schon zu den Wimpern, ne? Und weil ich es natürlich richtig geil dramatisch haben will, klebe ich mir natürlich unten auch Wimpern, ne? Wir wollen das Auge richtig schön groß machen. So, ne, habe ich mir halt auch unten, wenn man klebt, ne? Voll geil. Kleben wir oben natürlich auch, ne? Yeah. Hallo! Geil ist das denn, ne? Also ich zeige euch nochmal meinen Augen-Make-up, ne? So, jetzt fehlt natürlich noch was für die Lippen. Und ich stehe natürlich voll auf Pink, ne? Wenn man auch auf meine Haaren sieht, ne? Und dann nehmen wir natürlich richtig geiles Pink. Na, hallo! Und wir hätten jetzt noch fast das Beste vergessen, ne? Also wie ich das schon... Hallo? Und dann nehme ich natürlich auch Pink, ne? Ist ja klar. Boah.
Wie cool. So, meine Lieben, das ist halt mein Look, ne? Ich zeige euch das nochmal. Ja, auch natürlich voll die geile Frisur, ne? Habe ich auch bei YouTube gesehen, ne? Bei so einer tollen Rothaarigen, ne? Fand ich voll geil. Muss ich natürlich gleich nachmachen, ne? Sieht voll geil aus, ne? So, ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Heute mal mit mir, mit der Estefania, ne? Wenn ihr vielleicht gerne nochmal so ein Video mit mir sehen wollt, ne? Und die Puppi könnte ich natürlich locker ablösen, ne? Finde ich, also. Hallo, bin ich nicht heiß oder was? Ja, es hat mich total gefreut, ne, mit euch heute hier so und so, ne. Ich werde jetzt mal gucken, was ich heute noch so aufreißen kann, ne. Hallo, guck mich doch mal an. Voll geil, ne. Und jedenfalls, ja, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne. Ciao!